Leute, was geht? Hier ist wieder euer GigaX und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Wie gut ist. In der heutigen Episode teste ich für euch, wie gut Schnellfeuer ist, da sich das viele jetzt gewünscht hatten. So, also in der Beschreibung steht, dass Schnellfeuer die Feuerrate erhöht, kann man sich ja schon denken. Und die Feuerrate steigt somit auch um 4 Punkte. Der Schaden steigt um 1 Punkt, die Reichweite sinkt um 2 Punkte. Das habe ich jetzt auch mal getestet, aber ich bin halt zu keinem Ergebnis gekommen, dass das jetzt irgendwas ausmacht. Es hängt ja auch an sich beides miteinander zusammen und deshalb kann ich jetzt nicht sagen, wie viel und ob das überhaupt so ist und so. So, die Präzision sinkt um 4 Punkte. Das habe ich auch sehr ausgiebig getestet, also das wird ein ziemlich langes Video für meine Verhältnisse. Und ja, das zeige ich euch dann jetzt mal. So, also als erstes habe ich die MSNC im Visier getestet, ganz normal, ohne Schnellfeuer. Und ja, das habe ich jetzt schon in vielen Videos gezeigt, das sieht dann so aus. Danach habe ich das Ganze noch mit Schnellfeuer gemacht. Ebenfalls im Visier und ja, das sagt eigentlich schon alles. Also sie verzieht ziemlich stark nach oben. Eben war sie ja noch recht präzise und das ist ziemlich stark. Dann noch aus der Hüfte mit der MSMC. Ja, es ist auch ziemlich typisch eigentlich, etwas verstreut. Mit Schnellfeuer ist es noch verstreuter, also auch aus der Hüfte ist es etwas unpräziser. Die nächste Waffe ist die MP7, normal wieder im Visier. Wie auch schon aus vorherigen Videos bekannt, verzieht sie etwas nach oben, aber es ist immer noch in Ordnung. Mit Schnellfeuer verzieht sie noch weiter nach oben und auch ziemlich stark zur Seite. Also Schnellfeuer macht quasi immer die Schwächen im Rückstoß, stellt das immer so krass dar. Und ja, also ist starker Rückstoß, den man auch nicht so leicht ausgleichen kann mit diesem Rückstoß so gerade nach oben. Die MP7 normal aus der Hüfte ist eigentlich ziemlich präzise. Also ihr seht ja, dass die Kugeln recht nah beieinander sind. Mit Schnellfeuer ist sie recht präzise noch, aber etwas unpräziser als normal. So, das habe ich dann auch noch mit der Scorpion Evo gemacht. Ja, der Rückstoß ist eigentlich ganz in Ordnung. Also es ist auch meine Lieblingswaffe und manche sagen, man kann die nicht spielen wegen dem hohen Rückstoß. Aber ich kann das. Ich finde den Rückstoß in Ordnung. So, das ist jetzt normal. Und jetzt kommt was mit Schnellfeuer. Also wieder viel stärker verzieht die Waffe nach oben. Das ist aber hier vom Rückstoß noch in Ordnung, weil die ja ziemlich gerade nach oben verzieht und so könntet ihr das ausgleichen, indem ihr wieder nach unten zieht. Aber ich kann euch die trotzdem nicht empfehlen, weil das Magazin dann direkt leer ist, also das ist ja so schon ziemlich klein für die Feuerrate. So, die Scorpion normal aus der Hüfte sieht etwa so aus. Mit Schnellfeuer so, ist jetzt beides nicht so präzise. So, die Elsa normal im Visier ist wirklich sehr präzise, also wusste ich gar nicht, bevor ich das getestet habe. Mit Schnellfeuer, ja, ist sie leider nicht so präzise. Man zieht wieder ziemlich stark nach oben, leicht zur Seite, also ja, nicht so gut. Aus der Hüfte ist das normal auch schon wirklich gar nicht toll, also so weit verstreut. Und mit Schnellfeuer ist es, ich weiß nicht, beides so schrecklich, also auch nicht so toll. So, die QBB LSB normal im Visier sieht etwas so aus, auch recht präzise. Mit Schnellfeuer sieht die so aus, das geht noch, also die reagiert noch mit am besten auf Schnellfeuer, finde ich. Also bei der Waffe könnte man das schon mal ausprobieren mit dem Schnellfeuer. Aus der Hüfte ist sie sowohl normal, als auch mit Schnellfeuer einfach grauenhaft. So, nachdem ich jetzt den Rückstoß von ein paar Waffen getestet habe, habe ich jetzt noch die unterschiedlichen Feuerraten für euch getestet. Ich weiß übrigens selber, dass diese Tabelle total hässlich ist, bevor ich jetzt hier zugeflamed werde, aber ich denke, sie erfüllt ihren Zweck. So, die erste Waffe ist die Scorpion, die ist in der Klasse mit 1200 Schuss normal und 1800 Schuss mit Schnellfeuer, also das heißt, dass sie mit Schnellfeuer 1,5 mal so schnell ist wie vorher. Das ist der beste Faktor und auch ziemlich gut, aber wie gesagt, das Magazin ist direkt leer mit dieser Feuerrate, also ihr müsst da schon extremes Aim für haben, kann ich euch nicht empfehlen. So, die nächste Gruppe ist die MP7, die Vector, die QBB, LSW und die Chicom. Die G-Com übrigens mit ohne den Feuermodusaufsatz. Also da sind diese drei Schuss mit eingerechnet. Die haben normal 900 Schuss pro Minute und mit Schnellfeuer 1200 Schuss pro Minute. Und somit haben die den Faktor 1,33. Die nächste Gruppe ist die PDW, MSMC und die LSAT. Die haben normal eine 720er Feuerrate und mit Schnellfeuer haben sie eine 900er Feuerrate. Somit ist der Faktor 1,25. So, die letzte Gruppe, also die mit der niedrigsten Feuerrate und ebenfalls dem niedrigsten Faktor, ist die Gruppe mit den zwei LMGs, also der MK48 und der Hammer. Normal haben die eine Feuerrate von 600 Schuss pro Minute und mit Schnellfeuer von 720 Schuss und somit einen Faktor von 1,2.
So, jetzt als Fazit, ich kann eigentlich nicht fest sagen, welchen Faktor Schnellfeuer hat. Seht ihr, er ist immer verschieden. Und wenn ihr Schnellfeuer benutzt, sage ich mal, kommt ihr immer auf eine Stufe höher. 720 auf 900, von 900 auf 1200, von 1200 auf 1800. Ja, also Schnellfeuer ist eigentlich schon ein ziemlich guter Aufsatz, weil es die Feuerrate wirklich ziemlich erhöht. Das ist ein großer Vorteil. Aber der große Nachteil bei Schnellfeuer ist einfach, dass es die Waffe total verzieht und unpräzise wird. Also da müsst ihr jetzt abschätzen, was euch wichtiger ist. Manche Waffen sind ja nur deshalb so beliebt, weil sie so eine hohe Präzision haben, und manche Waffen sind so beliebt, weil sie einfach so eine hohe Feuerrate haben. Also da müsst ihr dann abschätzen, ob ihr Schnellfeuer nehmen wollt oder nicht. Okay, also probiert es am besten einfach mal aus. So, ich denke, das war's auch dann für heute. Wie immer, liken und abonnieren. Natürlich nur, wenn ihr wollt. Und ja, haut rein, Leute.